Ist ja noch nicht um 10. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich mache jetzt heute etwas, was ich ganz selten mache, was ich aber wirklich heute mit Freude mache. Ich möchte der CDU danken. Ich meine das, ich muss sagen das immer dazu, ich sage das immer, also wirklich, denn Sie haben, nicht nur Herr Deppe hat so ein bisschen runtergespielt, Sie haben ein Essen. Ruhe jetzt! Nee, das Ruhe jetzt ging ja nach da hinten. Die CDU kann ja feixen. Nein. Jetzt mal ernsthaft. Sie haben einen essentiellen Punkt hinzugefügt zu der ganzen Debatte und zu der ganzen, dem Ringen um eine Zukunft überhaupt. Denn es ist ja schön, wenn viele, viele Menschen auf die Straße gehen. Es ist schön, wenn wir wie 2014 irgendein Klimakonzept aufschreiben. Aber dann hält sich auch niemand dran. Damit eine Stadt wie Dresden klimaneutral werden kann, da muss nicht nur die Wirtschaft kontaktiert werden, da muss nicht nur die Wirtschaft mitgenommen werden, da muss die Wirtschaft muss ein treibender Faktor davon sein. Es müssen die Dachdecker und die, die PV aufs Dach werfen und die, die Häuser dämmen und die, die neue innovative Konzepte entwickeln, die Geld damit verdienen, CO2 zu mindern oder emissionsfrei zu sein. Die schlauen Köpfe, die die Software dafür schreiben, könnten Sie mal klingeln? Danke. Die müssen natürlich die treibende Kraft sein. Deswegen ist das Hinzufügen oder das explizite Benennen der Wirtschaft ein essentielles Etwas, was wirklich sehr gut ist. Und es ist natürlich auch sehr schlau. Wenn Sie die Rede der CDU vergleichen mit anderen, ja, was mache ich denn, wenn ich konservativ bin, aber zufällig leider glaube, dass meine Kinder und meine Enkel auch eine Zukunft auf diesem Erdball haben sollen? Wen will ich denn dann? Naja, Herrn Pickert offenkundig nicht, weil das war ja wirklich hier grotesk. Also, es ist gleich um 10. Vielen Dank, CDU. Lassen Sie uns diesen Weg. Um 9? Stimmt. Jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Sehen Sie mal, es ist um 9 fast so spät wie um 10. Zumindest fühle ich mich so müde. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Stadtrat.